Sorry, ich mache es heute mal von hinten. Es ist Montagmorgen, der 11.11. Ich bin auf dem Weg nach Obersulzbach. Da werde ich heute einen, vielleicht beide von den, sag einfach mal, Oldtimer-Maschinen. Einmal der Hanomag Radlader und einmal der 944 Kettenbagger. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube 944 war es. Baujahr 82, glaube ich, kann das sein? Ich meine ja. Ach, da sind ja die Kollegen vorne dran. Ah, das ist gut. Obersulzbach sind wir gleich. Das ist der Ort hier. Nee, das ist der Ort hinten dran, aber den Ort hier muss ich jetzt erstmal durchfahren. Ist ein bisschen enger, aber ja. Gar nicht erkannt eben. Das sind ja die beiden Kollegen. Und drin hatten wir auch mal eine Baustelle. Die Bahnsteige wurden hier neu gemacht und einige Bahnbrücken. Dach hier steht sehr weit vor. Laden. Mit dem Radlader werden die noch Findlinge wahrscheinlich dann keine Findlinge, sondern Sandsteinblöcke geladen. So, nächster Ort hier noch durchfahren und dann kommt hinten dran ein großer Wendehammer und da ich lade mal da, ich weiß es nicht genau. So, hier ist mein Zielort. Karre ein bisschen rüberholen nach links. Er läuft so weit nach rechts. Durchfahren breiter wie die Straßen. Dachte eigentlich, es ist viel, viel mehr los hier. Ja. Ist jetzt Viertel vor acht, dass die meisten jetzt unterwegs sind hier Richtung Arbeit oder Schule oder was halt auch immer. Aber gut. Kann ich mit leben.
Da hinfahren. Und warten. Okay. Morgen. Morgen. Alles klar, kriege ich mal hin. Gut, 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 gut. Reicht das? So mit hochfallenden Steinbruch. Schauen wir mal. Ah, deshalb muss ich wahrscheinlich hierher, ne? Alles gut. Hallo, Spaß. Ah, da rechts, okay. Auch so ein Schmuckstück. Und krach, ich sag mal, unzerstörbar. Okay, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Feuchte Straße, feuchter Weg. Das Hecke ein bisschen hochheben. Wieder abenteuerlich, oder? Hoffentlich muss ich nicht rückwärts runter. Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Da lang. Da lang. Da rum. Einmal rum. Alles klar. Danke. Mach mal wieder zu. Ich habe Angst, dass mir so ein Ast auf die Schnute schlägt. Auf die Schnute. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier rumkomme. Halt blöd, wenn du beide Sperre drin hast, ne? Der schiebt dich eher geradeaus wie ums Eck. Ja, doch, geht. Ja, dann laden wir hier das.
raus, habe das Tiefbett hochgehoben. Ja. Bank. Ich stehe dann hier später, falls hier runter fahrt, stoß dann wieder zurück. Keiner durch will. Radlader weiß ich nicht. Radlader laden wir vielleicht ohne. Er hat ja, er könnte ja runterfahren. Na komm. Quäl dich, du Wutz. Ja, wir hatten den Hänger voll Grünes geladen. Ich gehe davon aus, der wird hier auf den Grünplatz fahren wollen. Hab's zu spät gesehen, sonst hätte ich den vorgelassen. Aber wird schon passen irgendwie. Steht jetzt noch ein Sprinter, okay. Ob ich da rumkomme, ich glaub's nicht. Dazu liegt das Grüne zu weit draußen da hinten. Alles gut. Besser als erwartet.
dass hier jetzt kein Bus kommt. So, wieder das gute Stück. Ah, nochmal Turbo. Ah ja. So. Schmuckstückle geladen. Problem bei dem Radlader, der hat keine Knicksperre mehr. Das normalerweise macht sie ja dann da, wo die Knicklenkung ist, macht sie ja eine Stange rein, macht eine Sperre halt, eine Knicksperre, dass der sich nicht mehr während dem Fahren, dass der halt fest steht. Das hat der halt nicht. Ja, wenigstens hat er jetzt Zurösen, hat er auch nicht. Ich glaube, die hat er seit letztem Jahr. Naja. Aufgemacht oder was? Weil der eben nicht so. Ich glaube, ich habe meine Lenkung nicht aufgemacht. Nee, habe ich nicht. Ah, muss doch mal kurz stehen bleiben. Auto. Okay. Jedes Mal. Was heißt jedes Mal? Merkst du halt gleich. Wenn die Achse starr bleiben hin, das merkst du gleich. Ach ja. So fahre ich dann auch wieder ins Werk. Dann mal gucken, dann wird es 13 Uhr, 13.30 Uhr sein. Gucken, was ich dann noch mache heute. Ja, ärgert mich ein bisschen, dass ich jetzt hier. Ja, wir haben uns wohl verpasst irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wirklich, dass der Kollege durch die Stadt gefahren ist und ich bin halt über die Autobahn gerollt, dass wir uns so dann halt nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Oder ich habe einfach gepennt. Aber vorbeigefahren ist er definitiv nicht an mir. Das hätte ich definitiv gesehen.
Atelier zu stehen. Aus, Mensch, du ne Keil. Was ist für ein Mist, du jedes Mal schon wieder. Entschuldigung. Kommt gleich wieder das vorspringende Dach, das vorstehende Dach. Vorspringende Dach? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine, was ich sagen will. Aber bis jetzt haben wir wirklich Dusel gehabt, ne? Hier sind überall Bushaltestellen. Fahrzeuge überhaupt angeht hier oder größere Traktoren oder sowas, ne? Bisher alles Gattings, alles gut. Vorhin stand der Kollege hier, ich weiß nicht warum. Ich wird die Bahn wieder gesperrt. So, schlimmste Arme. Gelände, ja, okay, ist immer noch die Baustelle. Da lade ich jetzt eine Walze und die bringe ich rüber nach Ramstein auf die Airbase. Alles weiter, fahr nur, rechtes Gas. So, gucken, ob ich hier rumkomme. Die ganzen Freunde hier vorne wieder stehen. Der alte Schwede. So. Der Mist. Ui. Pack ich noch.
dass hier absolutes Halteverbot ist. Komm, halt weiter. Mal noch. Danke. Für das, dass hier absolutes Halteverbot ist, immerhin sind die Schilder auf die Seite gedreht. Unglaublich, oder? Unglaublich. Alles zugeparkt ist. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Da steht sie doch. Wie fahre ich denn da hin? Alter, jetzt drehen die Reifen durch, weil ich in dieser blöden Kuhle stehe. Komm ich doch. Also, es ist unglaublich, echt. Dienstagmorgen, glaube ich, haben wir es. Ich weiß es nicht genau, sorry. Hat gerade umgesattelt, der Fiat aufgesattelt. Jetzt sattel ich jetzt wieder ab, sollte erst nach Kaiserslautern den 938 laden. Der bleibt jetzt stehen. Erstmal, ja, lädt sich jetzt gegen 8 Uhr. Sattel ich wieder die Dreiechse auf. Dann fahre ich Kaiserslautern, Vogelweh, und lade dort Stahlträger für hierher. Die fahre ich besser mit dem Dreieckser. Also wie gesagt, sammle ich wieder oben und dann fahren wir mal nach Lautern. Nichts geladen. Die sind so lang, die sind 18 Meter lang. Kann mal gucken. Vorhin bin ich über den Parkplatz gefahren hier, ne? Das ist hier ein Stromkabel. Was kann der, ob ich hier drüber fahren kann? Jetzt fahre ich hoch auf den Schneeberger Hof. Hol die Laderaube, die steht oben im Wald am Windrad. What? What? Bergab und dann muss es irgendwo links reingehen. Oh, ich weiß nicht wo. Nebel wird immer dichter. Das hier. Direkt hier vorne dran, ne? Ach, ich meine hier. Da gehen die LKW-Spuren rein und raus. Ja. Ich fahre jetzt einfach mal hin. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, ob ich hier richtig bin. Au. Ah, da ist immer ein Zeichen für Windrad. Aber hier doch nicht runter, oder? Hier gehen die LKW-Spuren runter. Ah, nicht der End, oder?
Scheißabfall. Muss doch hier irgendwo sein dann. Das muss doch hier irgendwo dann sein. Warum sehe ich denn das nicht? Richtig. Ich sehe mich schon den ganzen Weg wieder rückwärts rausfahren. Ah, das ist doch nicht ohne drin im Wald, oder? Spuren. Mal kurz rufen. Komm hin Richtung Windrad. Ruf ich doch. Sorry, ich muss mal kurz. Und mal Google Maps so. Aufmachen, ob ich hier überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Komm, Gelf. Natürlich hast du wieder kein Netz, ne? Dass du sehen könntest. Aber ich denke, dass hier Lkw-Spuren sind. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil die hier rechts runter gehen in den Wald. Ja, und hier muss jetzt auch gleich, hier wird's lichte. Hier muss gleich ein Windrad kommen. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Da ist ein Windrad. Da, echt ohne Scherz, da kann man Windrad erkennen. Und da steht der Mast. Ja, jetzt weiß ich nicht. Steht die da. Am oberen Windrad. Das obere Windrad ist das hier. Obere Windrad ist hier vorne, aber ich meine, die Lkw-Spuren gehen nicht hier. Die gehen hier runter, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ich sehe nichts, echt. Ich sehe nichts. Wobei, ich fahre jetzt einfach mal hier vor und guck mir das mal an. Ich bin ja schon froh, dass ich ein Windrad gefunden habe. Aber hier ist nichts ausgefahren. Hier ist, na, also hier sollte keine Laderaube stehen. Einfach brutal. Hier sollte keine Laderaube stehen. Da gehen hier Lkw-Spuren rein. Nein.
Temperaturen würde ich sagen, gehen hier runter. Da vorne steht wohl was, aber das sieht nicht so aus, als wäre das eine Laderaube. Hier wieder hoch. Hier gehen auch LKW-Spuren neben rein. Kommen die LKW-Spuren aus dem Wald raus, ja? Na, die sind doch dann aber hier hochgefahren, oder? Alter, was ein Bach. Aber ich sehe aus dem nächsten Windrad sehe ich wieder nichts. Das gibt's doch gar nicht. Läuft hier durch die dicke Brabbel wieder durch. Die muss doch hier dann irgendwo stehen. Ah, ich sehe sie. Gibt's ja gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Kann man es erkennen, wenn man an dem gelben Schild vorbeischaut. Da steht sie. Aber nicht das obere Windrad. Voll im Brabbel. Voll im Brabbel.